Dies sind genau die Spiele, auf die sich die Fußballwelt freut. Ich bin auch sehr glücklich, schrieb den Sport1-Experten in seiner Kolumne für das Newsportal T-Online. FC Bayern ist berechtigt, die Champions League zu gewinnen. Dann spielt es nicht mehr eine Frage, ob mögliche Gegner der mögliche Gegner im Halbfinale Champions League oder im Chelsea FC wäre. Dies wird definitiv ein Fußballfestival sein, wenn sie das große Ziel haben, die Trophäe zu gewinnen. Müssen sie alle aus dem Weg räumen, sagte ehemalige Nationalspieler. Der einer Favoriten ist Effenberg. Guardiola wird die Rolle der Bayern-Favoriten bewegen. Die beeindruckende Champions League-Balance in Bayern mit 8 Siegen in 8 Spielen und nur 2 Toren hatte beeindruckend demonstriert, warum sie da sind. Der Favoriten wartet bereits auf den Titel. Manchester City konnte in dieser Saison nur in Phasen überzeugen. Das beste Beispiel war die Runde von 16 gegen RB Leipzig. Im Hinspiel haben sie nur 1-1 gespielt und besonders in der zweiten Hälfte enttäuscht. Im Rückspiel wurde Leipzig eindeutig dominiert, mit fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen geholfen und gewann 7-0. Effenberg warnt City vor einem viel härteren Konkurrenten als Leipzig. Sie werden von Anfang an erhöhen und dort sein, weil Bayern München auf einem völlig anderen Niveau ist. Aber die Bayern müssen auch vorsichtig sein, wenn City einen solchen Lauf bekommt, können sie alle aus dem Stadion schießen. Haaland hat nie gegen den FC Bayern gewonnen. Die Tatsache, dass Erling Haaland derzeit in einer hervorragenden Form ist und kürzlich 5-mal gegen Leipzig getroffen hat, ist kein Grund für Effe. Er geht davon aus, dass seine früheren Begegnungen mit Bayern sicherlich keine gute Erinnerung haben werden. Der Stürmer hat alle 7 Spiele mit BVB gegen Bayern verloren. Effenberg glaubt, dass es nicht Offensive ist, sondern Verteidigung im Kollektiv besser funktioniert. Entscheidend sein, der in nächste Runde gehen wird. Besonders die Torhüter können äußerst wichtig sein. 0102 Stahlwerk Doppelpass Stefan Effenberg Leit Max Eberl Geld Effenberg. Sehen Sie nicht so viel, dass Guardiola stecken geblieben ist? Seit Guardiola den FC Bayern im Jahr 2016 verließ und nach Manchester City wechselte, war es das erste Treffen der beiden Parteien in einem Wettbewerbsspiel. Er begann in City mit dem Ziel, diese Trophäe zu gewinnen. Er war nahe, aber er hat es noch nicht getan, sagt Effenberg. Für Effenberg gibt es kaum etwas in Guardiolas Bayern-Ära. Ich sehe nicht so viel, dass Guardiola bei Bayern München immer noch stecken geblieben ist.